würde ich zumindest etwas höher stapeln. Ich sag mal auf unter die besten 6. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Grand Prix 4. Die Reifen, die weichen, wir tanken 5 Tankrunden und dann los. Oh, oh, da kann man ja hingucken. Das ist ja cool, das habe ich ja noch nie gesehen. Gut, hier war ich auch noch nie so. Das hat sich ja voll gelohnt. Man kann auf die Grünfläche gucken, wie cool. Ja, ein dickes Loch im Gebäude neben uns. Das haben wir uns einfach mal angeguckt. Boah. Grünzeug. Gut, was man nicht alles noch sieht. Noch über 20 Jahren. Jeff, sehr leise. Zu schlagen gilt es das Ergebnis, was der Minardi in der letzten Saison abgeliefert hat. Das war Platz 1. Wie soll man das noch besser machen? Platztechnisch geht's nicht. Rundenzeitmäßig schon. Haben wir Rundenzeit nicht rausgeschrieben, habt das ja dann später mit den Qualifying-Zeiten der letzten Jahre in Indianapolis verglichen, aber die habe ich jetzt nicht mehr zur Hand. Ist jetzt aber auch gar nicht so wichtig. Vielleicht habt ihr sie euch ja gemerkt, als ich sie alle angesagt habe. Ihr könnt jetzt damit glänzen. Das ist eure Stunde. Okay, dann sehen wir mal zu, von der 22 wegzukommen. Da rechts steht L und dann eine 1. Die 1, das wäre schon schön. Ich würde aber auch diese 4 da bei Fuel nehmen. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich gebe mein Bestes. Ich hoffe, es reicht dann für einen tollen Platz. Vorne fährt ein Blauer. Ah, hier war mehr beim Ausgang drin. Ab auf die schön geziegelte Ziellinie mit einer 1.12.3. Aktuell ist das Platz 1. 5,6 Sekunden schneller als Tomasz Enge. ist die Passage. Schon sind wir Zweiter. Und das meine ich, Michael Schumacher war. Okay, er ist sein Teamkollege. Leicht langsamer als die eigene Bestzeit. 1,5 Zehntel langsamer als Barrichello. Geh weg, Benetton, auch wenn du ein schönes Auto hast. Geh weg. Ah, oh, du Arschgeiger. Lass uns doch Platz. Ich denke, der kommt diese Runde rein, aber ich lasse dich jetzt halber abstimmen. Ich roll hier nur rum und der fährt uns gar nicht weg. Hinter uns kommt wer, aber der ist noch ein Stück weit weg. Ach, der Teamkollege vom Vordermann. Michael Schumacher mittlerweile auf der 1, wir sind auf der 3.
Naja, hinter Ferrari, da könnte ich mich auch noch mit abfinden. Wenn das unser Endplatz sein sollte. Dann schnupfen wir noch einen beim Start und dann sind wir ziemlich glücklich. Nächster Versuch, der letzte Versuch mit diesem Reifensatz. Zu lange im zweiten geblieben. Wieser. Ja, so nennt man das da neben der Strecke. Wieser. Schade. Jeff Boxenstopp. Versuche haben wir noch. Und Platz 3 ist ja erstmal gar nicht so schlecht. Die beiden Ferrari stehen schon vor uns. Vielleicht wollen gar nicht mehr so viele vor uns stehen. Also wollen schon, aber können eher nicht. Mal gucken. Schaut euch mal die Zwischenzeit an. 0, Doppelpunkt, 5, 5, Punkt, 5, 5, 5. Also. Gar nicht gucken, wer wie genau vor uns steht, mit welcher Zeit und auch hinter uns. Ich muss erstmal selbst zusehen, dass ich eine richtig gute Rundenzeit hinbekomme und am Ende können wir immer noch gucken, wo wir stehen. Fakt ist, wenn wir besser sein wollen, müssen wir besser fahren. So einfach ist das. Das Weiße hier eine Ideallinie. Ich will damit unserem kleinen weißen Pfeil drauf. Bisher waren wir punktetechnisch am Ende einer Saison immer besser als der Teamkollege. Ich bin gespannt, wie das sein wird, wenn wir mal im Ferrari fahren. Um ehrlich zu sein, denke ich, dass wir da auf jeden Fall punktemäßig unterlegen sein werden. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass wir, wenn wir im roten Renner sitzen, mehr Punkte als Michael Schumacher holen. Ja, es wird Strecken geben wie diese hier, da düsen wir allen davon oder vielleicht auch nicht. Aber sonst, auch auf Strecken, wo es nicht passt, ich meine, dürfen uns ja nicht so viele Nullnummern erlauben, wenn er unser direkter Konkurrent ist, aber alles zu seiner Zeit. Heute sehen wir erstmal zu, die Ferrari bestmöglich zu ärgern, und zwar beide eben. Die Ferrari halt. Ah, der BRR, der hätte ich mir abschneiden lassen sollen, der könnte zu nahe kommen. Mist. Ausgangs mehr Luft zum eher Gas geben. Jetzt kommen wir dem BR gleich richtig nah, das ist nicht gut. Vielleicht langsamer als Michael Schumacher. Auch zeitschneller als die eigene Bestzeit. Ich glaube, Barrichello war schneller im ersten Sektor als Michael Schumacher. Wir haben aber gleich ein anderes Problem. Könnte vielleicht gerade noch so aufgehen und wir bekommen Windschatten auf Start Ziel? Hm. 54,3.
54,3. Das reicht nicht für Windschatten. Nicht so, wie ich mir vorgestellt habe. Die nächste Runde wird auf jeden Fall behämmert werden, weil er uns behindern wird. Platz 4 nur noch. 2 Zehntel hinter Michael Schumacher. Zweite Reihe, gut gemacht. Oh nein, er hat ein Rad verloren. Ich habe ihn jetzt bewusst im Bild gehalten, weil ich gucken wollte, wie es mit ihm ausgeht. Er war auf dem Weg in die Box. Nehme ich doch stark um. Jetzt sind wir sein Qualifying. Ja, im Grunde haben wir es beendet, aber er wird weiterfahren können. Wir wissen ja, was Kimi in Silverstein mal gemacht hat. Früh ausgeschieden. Im letzten Sektor. War Auto kaputt und er ist später nochmal eine richtig gute Zeit gefahren, sodass er dann vor uns platziert sein konnte. Okay, der eigene Bestzeit verbessert ist ja erstmal was, aber nur noch Platz 4. Guck ich jetzt vielleicht doch mal, wer sich da vor uns geschoben hat. Das muss ja auf jeden Fall ein Nicht-Ferrari sein. Ich tippe auf den JP. Könnte passen, Ralf Schumacher ist gerade rausgefahren. Nee, Trulli ist vor uns. 25.000stel ist Barrichello hinter seinem Teamkollegen. Ah, den Trulli können wir auf jeden Fall bekommen, keine Frage. So, wir fahren schon das letzte Mal raus. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall 5 Tankrunden. Und los geht's. So eine Rotnasenspitze könnte auch noch kommen. Da ist jetzt der Montoya auf der Strecke. Also er fährt gerade dahin. Fertig. Der hat auch mal wieder einen coolen Platz, der Kameramann in seiner Gondel. Möglichkeiten haben wir noch, den Trulli abzufangen. Optisch wird der Frontflügel gerade fehlen, aber wir sehen ihn ja gerade nicht und da ist es nicht so schlimm. Der Frontflügel ist auf jeden Fall wieder ganz, ansonsten würde sich das hier ganz anders fahren lassen. Starten wir mal Versuch 1 von 3. ...22,5 ist die Bestzeit, die eigene. Und die Beste überhaupt ist auch nicht weit weg. Das war auf jeden Fall zu viel des Guten. Ich fahre die Runde trotzdem noch knackig zu Ende. Thank you.
Oh, Zeit gefunden gegenüber der eigenen Bestzeit. Und zwar locker 2/10. Das ist sehr interessant und auch gut. Dann weiß ich, dass Trulli auf jeden Fall zu packen ist. Dann wollen wir mal. Viertelsekunde langsamer am Ende. Eine Viertelsekunde noch gewonnen. Geht noch in Ordnung, auch wenn es ein Zeitverlust war. Das war halt am Limit. Leider etwas drüber hinaus. Es wird aber ein deutlicher Rückstand, denke ich. Nö, doch nicht so deutlich. Ich denke, hier beim Anbremsen und bei diesen beiden Kurven kann ich ganz viel gewinnen, wenn ich auch weit in fahre. Nein, vor allem bei der Linkskurve nach der Geraden, später Bremse. Ich denke, da liegt die Zeit versteckt. Deutlich langsamer als die eigene Bestzeit. Okay, das ist nicht so gut. Zeit gefunden gegenüber der eigenen Bestzeit. Was? Auf diesem Stück so sehr, so viel? Letzte Runde. Leicht besser als die eigene Bestzeit. Könnte für Trulli reichen, ja, ist aber nicht drin nach aktuellem Stand. Wenn es überhaupt für Trulli reicht. So, jetzt nur noch den Wagen rollen lassen. 12, 3, 2, 3. Oh. 4000stel schneller ist eigentlich nicht für Trulli. Zweite Reihe, gut gemacht. Schade, aber hey. Nicht so schlimm. Trotzdem schade im Sinne von, besonders schade. Da war noch mehr drin. Ich habe ja die Zeit zuvor in den einzelnen Sektoren gesehen. Ich habe gesehen, wo die Zeit drin war. Oder anders ausgedrückt, die Vierzeit da drin war. Das ärgert mich gerade am meisten. Naja. Ist auf jeden Fall ein Qualifying-Ergebnis, was mich sehr freut. Und nach aktuellem Stand, wenn es Platz 4 bleibt, das würde auch ja, passen mit unter den besten 6. Wer weiß, was der Windschatten macht, wenn wir da beim Start eben mit diesem herumdüsen können. Eigene Bestzeit um 4000stel verbessert. Kleinvieh macht auch Mist. Na, das sieht doch gut aus. Wir bleiben auf der 4. Michael Schumacher hat sich von seinem Teamkollegen noch etwas abgesetzt. Das war mal deutlich
weniger Abstand zwischen den beiden, wobei das auch nicht wirklich viel ist. Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Trolivia Häkkinen, Schumacher Alesi, Korpat, Kimi, Montoya auf der 10, Irwin auf der 11, richtig gut. Heidfeld, Villeneuve, Panis, De La Rosa, Fisico, Frenzen, Jung, Verstappen, Benoldi, Button und Alonso. 6 Zehntel ist Alonso hinter Button. Das passt ja gar nicht zur letzten Saison, aber ist ja auch eine andere Saison. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.